Hallo ihr da draußen! Die meisten Star Wars Fans sind mit der Star Wars Sequel Trilogie von Disney nicht gerade glücklich. Die neuen Filme haben einfach zu viele Logikfehler und die Sequels kopieren ziemlich dreist die originale Trilogie und das nicht mal wirklich gut. Kurz gefasst, wir Fans fühlen uns von Disney in gewisser Weise betrogen. What the fuck? Was aber, wenn ich euch sage, dass es vor über 30 Jahren bereits eine Fortsetzung von Star Wars gab, die die Geschichte unserer Helden Luke, Leia und Han würdig fortsetzt. Ende der 80er Jahre, ob ihr es glaubt oder nicht, war Star Wars quasi tot. Einige Jahre waren vergangen, seitdem der letzte Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Saga vermeintlich abgeschlossen hat. Die Jungs, die die Filme liebten, sind älter geworden und interessierten sich jetzt für Sport und Mädchen als für Science-Fiction-Geschichten. Das Interesse am Star Wars-Universum war nicht mehr so groß wie vor ein paar Jahren. Lucas Licensing überlegte, wie sie dem entgegenwirken können und welche Produkte für die älter gewordenen Fans interessant wären. Man entschied sich, auf das zu fokussieren, worum es in Star Wars hauptsächlich geht. Um die Geschichte an sich. Weitere Filme waren vorerst nicht geplant, deshalb schien es allen Beteiligten am sinnvollsten, die Handlung mit Büchern fortzuführen. George Lucas, der Schöpfer von Star Wars, willigte ein, legte jedoch für Fortsetzungen nach Episode 6 ein paar Regeln fest. Wie zum Beispiel, dass keine Hauptfigur sterben durfte und dass die Zeit vor Episode 4, eine neue Hoffnung, tabu sei. Da Lucas die Vorgeschichte irgendwann mal selbst erzählen möchte. Rasch wurde ein Verlag gefunden namens Bantam Books, der ebenfalls neue Geschichten im Star Wars Universum erkunden wollte. Danach wurde ein junger und talentierter Science-Fiction-Autor namens Timothy Zahn engagiert, der nun die Mammutaufgabe hatte, die Star Wars Saga erstmals fortsetzen zu dürfen. Das schaffte er auch. 1991 erschien der erste Teil der Thrawn-Trilogie, Erben des Imperiums, welcher die Fans zufriedenstellte und auch wahnsinnig erfolgreich war. Das Buch war eine Zeit lang sogar Platz 1 auf der New York Times Bestsellerliste. Natürlich folgten zwei Nachfolger, welche die Trilogie abschlossen. Der zweite Teil heißt Die dunkle Seite der Macht und der dritte Das letzte Kommando. Aber worum geht es in der Thrawn-Trilogie? Die Geschichte beginnt 5 Jahre nach dem Sieg auf Endor in Episode 6. Aus der Rebellion ist die neue Republik hervorgegangen, der zweite Todesstern ist zerstört, Darth Vader und der Imperator sind tot, aber das Imperium ist immer noch nicht besiegt. Das Imperium ist unter dem letzten Großadmiral vereint, Großadmiral Thrawn. Thrawn rüstet sich zum entscheidenden Schlag gegen die neue Republik und erkennt nur ein Ziel: die komplette Zerstörung der Rebellionen und die dadurch resultierende Wiederauferstehung des Imperiums. Thrawn verkörpert in der Trilogie den neuen Antagonisten, der gleichzeitig auch die meiner Meinung nach interessanteste Figur ist. Thrawn ist ein absolutes Genie, der jedem immer einen Schritt voraus ist. Er denkt immer etwas weiter, sodass er seine Gegner taktisch ausschalten kann. Er ist aber nicht wie Darth Vader, der seine Gefolgsleute auch schon bei kleinen Fehlern umbringt. Nein, Thrawn unterstützt seine Leute, wo er kann und opfert sie nicht sinnlos. Deshalb ist er unter seinen Gefolgsleuten äußerst angesehen. Nach dieser Trilogie war mir sofort klar,
warum Thrawn einer der beliebtesten Star Wars Charaktere ist. Er ist so beliebt, dass er einer der wenigen Figuren ist, die Disney zurück aus dem alten erweiterten Universum in den Kanon gebracht hat. Der Thrawn im Kanon ist aber nur eine abgespeckte Version von dem Badass aus Legends. Jetzt aber genug geschwärmt über Thrawn. In der Trilogie finden sich noch andere neue interessante Charaktere. Wie Mara Jade, die ehemalige rechte Hand des Imperators, oder Jorah Sabaoth, der ein geisteskranker, dunkler Jedi-Meister ist. Aber auch die bereits bekannten Charaktere entwickeln sich sinnvoll weiter. Einer meiner größten Kritikpunkte an den Sequels von Disney war, dass sich manche Figuren wie Han Solo sich kaum weiterentwickelt haben und Figuren wie Luke sich in eine vollkommen komische und irgendwie auch unrealistische Richtung entwickelt haben. In der Thrawn-Trilogie ist das deutlich besser gelöst. Zum Beispiel Han Solo ist in dieser Trilogie noch immer noch der Han Solo, den wir aus der originalen Trilogie kennen, aber er ist auch etwas ruhiger und verantwortungsvoller geworden. Da er und Leia Eltern von zwei Zwillingen geworden sind, Jaina und Jason Solo. Es wird in den Romanen auch zum ersten Mal Coruscant erwähnt, der Stadtplanet, welcher die Hauptstadt der Star Wars Galaxis ist. Das hat dem Schöpfer von Star Wars, George Lucas, so gut gefallen, dass er den Planeten mehr oder weniger 1:1 in seine Prequel-Filme übernommen hat. Auch sehr spannend fand ich die Politik-Szenen. In den Prequels fand ich die Politik nur mäßig interessant, aber hier umso mehr, weil es sehr interessant zu lesen ist, welche neue Herausforderungen und Probleme die neue Republik als Gesellschaft überwinden muss. Wenn ihr jetzt selber Lust bekommen habt, die Thrawn-Trilogie zu erleben, dann kann ich euch zum einen die Buchausgabe, welche zum 20. Jubiläum erschienen ist, empfehlen, die zusätzlich noch Kommentare vom Autor Timothy Zorn enthält und noch eine extra verfasste Geschichte zu Thrawn beinhaltet. Wenn ihr es lieber visuell mögt, dann sind die Comics von Dark Horse das Richtige für euch. Meine liebste Version ist aber das deutsche Hörspiel, das neben dem Original-Soundtrack von John Williams auch die originalen deutschen Stimmen aus den Filmen benutzt. Das Hörspiel ist sehr aufwendig gemacht und man kann sich alles sehr gut im Kopf vorstellen. Kurze Hörprobe gefälligst. Sind alle TIE-Jäger zu unseren Schiffen zurückgekehrt, Captain? Jawohl, Sir. Dann soll die Flotte mit dem Rückzug beginnen. Rückzug? Haben Sie erwartet, dass ich einen Großangriff befehlen werde? Dass ich versuchen werde, unsere Niederlage durch einen Ausbruch falschen und nutzlosen Heldentums wiedergutzumachen? Natürlich nicht. Wir sind nicht besiegt worden, Captain, sondern haben lediglich einen kleinen Rückschlag erlitten. Das komplette Hörspiel könnt ihr kostenlos hier auf YouTube finden. Mein Fazit zu der Thrawn-Trilogie ist, dass es drei wahnsinnig spannend und gut geschriebene Bücher sind. Alle drei Teile sind sehr stark. Der erste, Erben des Imperiums, stellt uns alle Figuren vor und macht die verschiedensten Handlungsstränge auf, die wir über alle drei Bände verfolgen. Der zweite Teil, die dunkle Seite der Macht, macht weiter, wo der erste aufgehört hat. Und bereitet uns gegen Ende aufs Finale vor. Und der dritte, das letzte Kommando, ist das große Payoff, wo alle Handlungsstränge zusammenkommen und in einem großen Finale enden. Für mich ist die Thrawn-Trilogie auch die wahre Star Wars-Sequel-Trilogie. Schade, dass die Trilogie nicht verfilmt wurde.
Sie hätte es auf jeden Fall mehr verdient als die Sequels, die wir letztendlich bekommen haben. Das ist aber zugegeben, aber auch nicht wirklich schwierig. Die meisten von euch werden es sicher schon erahnen können. Natürlich empfehle ich jedem Star Wars Fan, die Trilogie zu lesen oder zu hören, der eine würdige Star Wars Fortsetzung erleben möchte. Die Thrawn Trilogie war auch der Startschuss für viele weitere tolle Star Wars Bücher, die nach Episode 6 spielen und die Handlung noch weiterführen. Also wenn ihr generell in das erweiterte Universum eintauchen wollt, dann solltet ihr die Thrawn-Trilogie als erstes lesen, da sich spätere Werke immer wieder auf diese Romane beziehen werden und ihr manches sonst nicht verstehen werdet. Die Trilogie bekommt von mir 4,5 von 5 Sternen, also die fast perfekte Wertung. An dieser Stelle könnte ich noch über viele andere tolle Aspekte der Bücher reden. Das tue ich aber nicht, weil ich euch zum einen nicht spoilern möchte und ihr die Geschichte selber erleben solltet. Jetzt verlinke ich euch das Video zu meinem Fazit zu den Sequels von Disney. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Beenden möchte ich dieses Video mit einem Zitat von Thrawn, was auch diese ganze Trilogie ziemlich gut zusammenfasst. But it was so artistically done. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und möge die Macht mit euch sein.